Herzlich willkommen zu einem Heyday-Video. In diesem Video werde ich Level Up und zwar direkt schon am Anfang. Ist das nicht cool? Wir müssen gar nicht lange drauf warten. Und ich will hier dieses Schiff abschicken. Denn das ist das letzte von meiner Aufgabe. Aber zuerst Level Up. Außerdem Silo-Upgrade. Aber das nach dem Level Up. 166 Leute. 15 Diamanten. Nice. Im nächsten Level kriege ich ein Feld dazu. Ernte in 0 Sekunden. Aha, schön zu wissen. Das wusste ich auch. Sehr gute Information für mich. Genau, wir machen jetzt erst das Schiff. LKWs lassen wir erstmal, weil wir wissen noch nicht wegen der Aufgabe. Genau, jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie wir das hier machen. Ich gebe einfach mal die Pizzen rein. Die muss ich einfach grün machen. Und dann machen wir Kirschmarmelade blau. Okay, dann brauche ich jetzt noch ein Inserat. Dann nehmen wir einfach mal hier die Klotsche, die schon da drin ist. Und wir erweitern das Silo. 6-7. Geil. Geil, geil, geil. Jetzt haben wir auch wieder Platz. Platz, Platz, satt. So muss das doch sein. Wenn ich jetzt noch genug Schrauben und Doppelbretter hätte, könnte ich auch schon direkt nochmal erweitern, weil Nägel habe ich auf jeden Fall noch genug. Ich glaube, das reicht noch für zwei Erweiterungen, oder? Ja, okay, fast. Mensch, da hat mir Kaiba was angetan. Mit den Schrauben. Mit den Nägeln. Mensch, 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 Mensch. Ja, noch kurz die Farm managen, die Aufgabe zu Ende machen und dann war es das auch schon. Kurz gucken, welche ich dann. Ich könnte danach die nehmen. Warte mal, was habe ich denn? 320er. Ich habe diese Woche leider wenig Zeit für Derby, muss ich ehrlich sagen. Ich spiele ja auch drei Derbys. Will vielleicht sogar fast die Bergbauaufgabe nehmen und dann die LKW-Aufgabe, um ehrlich zu sein. Weil, wie gesagt, ich habe sehr wenig Zeit. Ist ein kleines Problem. Ich habe keinen Bock hier auf dieses scheiß Schiff zu warten. Deswegen werde ich hier bei Rustikanstraße einfach auch nochmal ein Inserat reinmachen. Und noch ein Weizeninserat nochmal dazu ballern. Einfach, weil ich es will. Danke mich an, irgendwas. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Sehr freundlich von dir. Wer auch immer das war, kenne ich nicht. Egal. Aber falls sie das Video sieht, in ein paar Millionen Jahren, dann weiß sie, ich habe mich bedankt. Das ist doch schön. Der Old MacD ist am Start. Super. Mal noch Popcorn da rein. Hier, weiß ich gar nicht. Was machen wir denn hier? Ich glaube, Kartoffelbrot ist ganz nice. Genau, machen wir. Bananenbrot geht auch immer. Keine Dings mehr. Keine Eier mehr. Egal. Machen wir das. Hier. Ja, vegetarischer Bagel mal. Diese Maschine habe ich leider nicht da hinten. Es ist ja beschämend. Jetzt müsste das Ding eigentlich voll sein, oder? Xuan dann. Dankeschön. Mach das Ding voll. Leute. Wir können ja mal schon mal Aufgaben rauslöschen. Komm, die mache ich einfach mal. Die mache ich einfach mal alle. Hier weiß ich noch nicht. Gucken wir mal. Überlege ich noch. Entscheide ich gleich spontan. Spontanität kennt keine Grenzen. So muss das sein. Und nicht anders. Mach das Ding voll. Okay, hier sind alle Tiere soweit fertig. Dann mache ich nochmal 5 Sojasoßen.
Mann! Geh voll! Geh voll! Genau, dann mache ich Bergbau. Und dann LKW direkt. Habe jetzt eh Platz in der Scheune, von daher ist das nicht so wild. Ein Bolzen. Jawohl. Jawohl, ja. Ah! Mann. Mann, Mann, Mann. Ich meine, diese Verklicker hier. Das geht doch nicht. Ist eigentlich bei anderen so für Derby-Dinger. Viele werden sich bestimmt fragen, warum ich hier unter 300er Punkte-Aufgabe mache. Das ist einfach nur, weil ich diese Woche sehr wenig Zeit habe. Und generell hat sich das ja auch nie verboten, unter 300 Punkte zu machen. Nur man sollte es halt nicht, weil man sonst nicht auf die Punktezahl kommt. Und ist natürlich auch für einen selber besser, wenn man höhere Punkte macht. Weil die Gemeinschaft höher landet und man mehr Belohnungen kriegt. Verboten ist das nicht, aber es wäre besser, wenn man nur über 300 Punkte macht. Wir warten auf die Entenfedern hier. Ich könnte auch eben zur Stadt gehen in der Zeit. Machen wir die Stadt. Mensch, jetzt ist alles fertig. Ist schon so lange her, wo ich hier war. Okay. Die Zeit vergeht. Strandcafé, Souvenirladen. So, Kino. Also wieder alle in die einzelnen Dinger schicken. Hier können wir noch den Zug holen. 14, 29. Dann kann ich auf jeden Fall noch 10 Leute von hier holen. Dann bin ich nämlich bei 39. Und dann mal gucken, wie viel ich wieder nach Hause schicken muss. Konsti, der Konsti. Oder die Konsti? Ja, die das Konsti. Wer weiß. So, ich stelle auch ab heute meine Ernährung um, also. Ja. Weil ich habe immer. Ja, ich stell's einfach um. Schwer zu erklären, lange Geschichte, ich stell's auf jeden Fall um. Wollte ich nur mal gesagt haben. Die Fanta wird noch bleiben, beziehungsweise die gelbe Scheiße. Die kann ich ja nicht einfach wegmachen. Aber der Rest wird umgestellt. McDonald's wird wahrscheinlich auch noch bleiben. Zwar nicht mehr so oft, aber. So, die Heinis, Hummerschwanz. Habe ich nicht. Wollte die gerade beleidigen, aber das darf ich ja nicht. Also, oh. Darf ich ja nicht sagen. Ferkel dich weg, wollte ich sagen. Das wollte ich sagen, genau. Ich wollte sagen, ferkel dich weg. Okay, Pension ist eigentlich voll. Pension ist nicht voll. Was laber ich da für einen Scheiß? Ach, was laber ich denn heute schon wieder für einen Scheiß?
Und Strand. Yeah. Oh, Kirschen. No. Wie viele Kirschen brauche ich denn schon wieder? Das ist doch... Ach, das ist doch Verarsche. Die wollen mich, glaube ich, ärgern, die Leute hier. Die wollen mich ärgern. SpongeBob. SpongeBob. So, keine Ahnung, was er singt, aber einfach mitmachen. SpongeBob. SpongeBob. Scheißegal, was er singt, einfach mitmachen. Bergbau. Bergbau. Ich würde eigentlich immer so oft Richtung 20 gehen, aber komm, wir machen jetzt einfach mal 17 von allen, von beiden. Genau so. Ich komme mit den Schaufeln und Spitzhacken nicht runter. Nummer 2. Ich versuche auf jeden Fall keine Aufgabe unter 310 zu machen. Das ist mir wichtig. Okay, jetzt brauche ich Kirschen. Diese blöden Leute da. Alle wollen so eine extra Wurst da drin. Boah, ich habe 300. 300 Segen, nice. Okay, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich Tee gemacht habe. Muss ich mal kurz gucken. Und ob ich überhaupt den richtigen Tee gemacht habe, wenn dann überhaupt. Natürlich nicht. Dann mache ich den mal direkt 9-mal. Kann ich den gleich noch da reinwerfen. So, komm, ich mache ihn einmal so fertig. Für sowas sollte man die Diamanten natürlich nicht ausgeben. Sollte man unterlassen. Okay, schon wieder Kirschen. Bestimmt ein Zeichen. Okay, jetzt können wir eigentlich noch in den Angelbereich gehen. Wollte ich eigentlich weglassen, aber machen wir einfach. Angelbereich. Ich glaube, ich hatte schon lange kein Level-Up-Video mehr, wo das ganz am Anfang war. Jedenfalls schon länger her. Muss mal wieder ein Level-Up-Stream kommen, also von der ersten Farm. Das sind immer lustige Streams. Wenn ich dann noch versuche, die letzten XP-Punkte rauszuholen, irgendwo. Das war mega, mega geil. Ja, was geht bei euch? Bei mir geht angeln. Wahrscheinlich, wenn ihr das Video guckt, werde ich nicht angeln, weil ich selten angel bei Heyday. Ist doch die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass ich angel. Noch drei von denen. Ich glaub's nicht.
Der Rotfisch. Aber Angeln gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich bin einfach happy, dass ich Level up bin. Level 166. Geiler Shit. Tja, ich werde jetzt noch ein paar LKW-Aufgaben abschicken und dann war es das eigentlich auch schon. Oh. Hier werde ich wieder die Beleben-Aufgabe nehmen. Wie gesagt, ich nehme nur unter 300, weil ich wirklich am Wochenende fast gar keine Zeit habe. Deswegen muss ich irgendwie schleunigst das Derby fertig kriegen. Aber die Belebenaufgabe könnte ich eigentlich auch mit eben auch noch fertig machen. Geht ja eigentlich ganz ratzfatz. Es geht ja eigentlich ganz schnell. Muss nur aufpassen, dass irgendwann im Inserat, dass sie jetzt kein anderer wegschnappt. So, Lücke wieder gefüllt. Ich will da mal eben kurz den Baum da hinten holen. Und die anderen Bäume natürlich. Ich dachte, die hätte ich nicht mehr gekriegt, ey. Ich bin ja schon komplett verwirrt hier. Einen habe ich auf jeden Fall nicht gekriegt. Sehr frustrierend. 14 noch. Hier sind schon mal 3. Wahrscheinlich sind noch mehr, wenn ich alle ernte. Wahrscheinlich. Nein, ich möchte immer noch keinen Toast mit Ziegenkäse da reinschmeißen. So, ups. Wie Exekia? Ich hab das gemacht, Mann. Mann. Wurde mir auf jeden Fall angerechnet. Steht da einfach Exekia? Ich glaub's nicht. Oh, da ist noch einer. Guck mal, ob hier noch mehr Tote sind. Ich brauche nicht nur noch 5. Drei. Vier, fünf, passt.
Aufgabe ready. Ready, ready. Weiß, die Aufgabe hat eigentlich zu wenig Punkte, aber... Ich komme schon auf meine Durchschnittszahl, also die jeder haben muss. Dann passt das schon. Was geht bei euch so? Bei mir? Musik genießen, Hände zocken. Geil, Beste! Ja, noch ein paar LKWs abschicken hier. Mal kurz gucken wir in Derby-Aufgaben, okay. Joa. Ja, wie gesagt, ich schicke jetzt noch ein paar LKW-Aufgaben ab. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bei Heyday. Ich bin immer noch mega happy, dass ich das Level abgeschafft habe. Mega, mega geil. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Und ciao.